Früher gab es hier unten viele dieser Kreaturen, Grobolde, aber sie sind alle verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie hingegangen sein könnten. In die Welt oben hätten sie nicht so richtig gepasst. Vor allem mit den, diesen neuen Richtlinien hinsichtlich der magischen. Wonach wir suchen, ist also genau dort. Das treibende Ding, in dem man rudern kann. Ein Boot? Genau! Rudere, 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 sachte über den tiefen, dunklen, unheimlichen Untergrund. Wollen wir nicht Boot fahren gehen? Der Eingang zum Turm liegt am anderen Ufer. Wenn du also nicht vorhast, zu den tiefen, dunklen, unheimlichen Untergrundsee voller uralter, tentakliger Gruseligkeit aller Art und schlafenden Göttern. Bitte, Vogel, sei still. Krähe! Und ich versuche nur, die Stimmung aufzulockern, Großer. Du musst mehr lachen. Ich lache, wenn es angebracht ist. Zeig's mir. Was? Nein. Ich werde dir hier nichts vorführen wie ein dressierter Affenmensch. Komm schon, du kannst das. Es ist ganz leicht. Etwa so. Siehst du? Du öffnest dein Singloch, lächelst und stößt Luft durch. Ich meine, ich habe einen Schnabel. Ich weiß nicht, wie es bei euch Menschen funktioniert, aber wenn ich raten müsste... Das ist traurig. Offen gesagt, war das verstörend. Bitte mach das nie wieder. Ich gebe dir mein Wort drauf. Gut. Also, haben du und April je rumgemacht? Du weißt schon, euch gepaart, kopuliert. Nein. Vogel, du musst lernen, was Anstand ist. Und ich bin schwul. Ich paare mich nicht mit Frauen. Interessant. Ich selbst ziehe Weibchen vor. Aber es ist ja nicht so, dass es viele von uns gäbe, was auch immer meine Spezies sein mag. Und solange ich keine eigene Familie gründe, wen juckt's? Obwohl ich ja gern eine Familie gründen würde. Ich werde alt. Man mag es mir nicht ansehen, aber ich habe mir schon ein paar graue Federn ausgezupft. Und ich spüre es in meinen Flügeln. Meist sind sie morgens so steif wie trockene Zweige. Ich werde nicht ewig da sein. Es wäre schön, eine junge Ehefrau zu haben, die sich an meinem Lebensabend um mich kümmert und das Essen für mich und unsere Schlüpflinge wieder hochwirkt. Ich würde so gern einen Teil der Weisheit weitergeben, die ich bei meinen Reisen durch die Welt erworben habe, weißt du? Und sämtliche Witze. Ich bin sicher, du wirst dem richtigen Vogel schon bald begegnen. Das hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Da sind wir. Das ist es. Das ist unglaublich. Es ist wunderschön. Meine Haut prickelt. Es kommt eine seltsame Energie aus. Das sind Träume? Diese wirbelnde blaue Säule? Anscheinend. Wenn man genau aufpasst, kann man sie hören. Tausende Stimmen. Wunderschön. Das hier haben Grobolde gebaut, die hier unten lebten. Eine Art Behälter, um Träume aufzubewahren. Und jetzt sind die Grobolde rätselhafterweise verschwunden. Möglich, dass ein größerer Plan dahinter steckt, den mein kleines Vogelhirn nicht begreifen kann. Der Turm ist direkt über uns. Sie haben den Turm über diesem Ort erbaut. Das kann kein Zufall sein. Oh, da wir gerade von Zufällen sprechen, ich erinnere mich an den Tempel, der früher da oben stand, ehe sie ihn abgerissen haben. Den Tempel der Wächter, der Beschützer des Gleichgewichts. Hübsch war der, herrliche Wandbilder. Schade, dass er zerstört wurde. Und wie ich schon sagte, vermutlich nur ein Zufall.
Das ist mein Weg nach oben. Ich fliege hinauf und warte oben auf dich. Wird eine Weile dauern, bis du ganz oben bist. Sie versuchen durchzubrechen. Oh, das ist nicht gut. Das hat länger gedauert, als ich dachte. Hatte sogar Zeit für ein Schläfchen. Beim Licht. Das ist unglaublich. Es muss Jahre gedauert haben, das alles zu bauen. Ziemlich raffiniert. Und meine Güte, wie das blitzt. Ihr Asadi habt es wirklich mit Metall, was? Also, was nun? Ich muss an die zentrale Kontrolltafel des Apparats kommen. Dort sollte es ein Sprechrohr geben, mit dem ich Anna, Eno und Ferdus erreichen kann. Ich vermute, dazu müssten wir in die Mitte dieser Kammer. Und? Da ist jemand. Es ist nur eine Person. Siehst du, ob er bewaffnet ist? Ich glaube nicht. Er sieht wirklich alt und gebrechlich aus. Du kannst ihn wahrscheinlich mit dem kleinen Finger umbringen. Übrigens, er kommt mir bekannt vor. Aber ich irre mich wahrscheinlich. Meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Wir müssen vorsichtiger sein, sonst löst er den Alarm aus. Bleib hier, Vogel. Krähe. Krähe. Ich heiße Krähe. Ich... Habt ihr mich nicht richtig gehört? Seid ihr völlig taub, inkompetente Einfallspinsel? Gelange zum Sprachrohr. Hallo Leute, ich komme erst jetzt dazu, euch zu begrüßen in Part 55 von Let's Play Dreamfall Chapters. Natürlich nicht, Hohlkopf. Aber wenn ihr mir noch eine falsch ausgerichtete Daten... Alter Mann, tja, da müssen wir wirklich vorsichtig sein, denn das ist ein XX-Magier sozusagen, ein XX-Hexer. Das scheint ein alter Mann zu sein. Die Zeremonie fängt ja auch noch lange nicht an. Es warten auch keine Massen in atemloser Vorfreude. Und die diverse Steuerelemente für die Maschine. Und wartet auf mein Zeichen und den abschließenden Zyklus des Apparats. Und der Prophet wird mir nicht das Gedärm rausreißen und es mir in den Hals stopfen, wenn er erfährt, dass wir auch nur ein wenig hinter dem Zeitplan herhinken. Nichts von alledem ist der Fall. Also bitte, das sind alles Teile des Apparats, durch Röhren verbunden. Absoluter Hauenabse. Okay. Also hier irgendwie ist das eine Art Labyrinth. Übrigens sehr cool gemacht. Da komme ich nicht rüber. Oh, aber hier ist ein Schalter. Aha. Fluxkompensator. Ja, Leute, wer von euch kennt den Fluxkompensator? Maschinen. Das sind alles Teile des Apparats, durch Röhren verbunden. Aber das sieht so aus, als wenn da Hebel, nee, das ist kein Hebel, den wir ziehen können. Habt ihr mal einen Blick auf endlich? Das müsste reichen. Der Druck ist ausgeglichen. Die Gleichungen zeigen Wirkung auf die Strömung. Das sind alles Teile des Apparats, durch Röhren verbunden. Das sieht so aus, als könnten wir jetzt zu Roper gelangen.
wenigstens noch nicht gleich. Ja, ja, ja. Wiedersehen. Oh, ein Glück, dass ich den los bin. Er mag keine große Gefahr sein, aber... Das wär's. Funktioniert perfekt. Er darf mich nach all dieser Zeit. Und los geht's. Keine Zauberformeln, keine Hexerei. Kein verdächtiges Fingergewackel. Ich bin kein Zauberer. Nicht wirklich. Bei den Göttern, ehrlich, ich bin ein Techniker. Nur ein Techniker. Aha, Gehen, Geschäfte. Ja, dich haben wir in Gehen schon gesehen als Statue. Irgendetwas an ihm kommt mir bekannt vor. Aber was wichtiger ist, was weiß er über den Apparat? Aus irgendeinem Grund erinnert mich die seltsame Form seines Kopfes an Gehen. Ich habe euch schon mal gesehen. Euer unförmiger Kopf kommt mir bekannt vor. Wart ihr je auf Gehen? Nein, ich, Sagt die Wahrheit. Ich war seit 100 Jahren nicht in Gehen. Bei allen Göttern, ganz ehrlich. Dieser Knopf, ich könnte schwören. Welche Geschäfte führen euch her, alter Mann? Welche? Mein lieber Freund, ich habe diesen Apparat entworfen und gebaut. Das kommt alles von mir. Es ist eine Leistung ohnegleichen in dieser Welt und ich... Und was tut er? Was er... Er macht Berechnungen. Er ist eine riesige Rechenmaschine. Das ist alles. Drohen schmeicheln. Das Zuckerbrot ist der Peitsche immer überlegen. Naja. Er ist nicht besonders entgegenkommend. Und für Diplomatie ist hier keine Zeit. Ja. Ich würde ihm schmeicheln. Das Zuckerbrot, das ist ein beeindruckendes Stück Arbeit. Nicht wahr? Ein Kunstwerk. Die Idee dafür kam mir, nachdem ich einige Zeit in einem besonders heimtückischen Gefängnis zugebracht hatte. Die Götter allein wissen, was sie damit vorhaben. Ich habe den Apparat gebaut, aber ein Mann der großen Pläne bin ich nicht. Da müsst ihr mit dem Propheten und seinen Abgeordneten sprechen. Die stecken hinter all dem. Ich bin nur ein Diener. Wie ich schon sagte, nur ein bescheidener Techniker. Das kann ich kaum glauben. Ach, glaubt, was ihr... Oh, den grausamen Göttern von einst sei Dank. Wie ich schon sagte, nur ein bescheidener Techniker. Das kann ich kaum glauben. Ach, glaubt, was ihr... Oh, den grausamen Göttern von einst sei Dank, dass ihr da seid. Endlich. Bitte rettet mich vor diesem barbarischen Grobian. Es wird euch noch leid tun, dass ihr mich bedroht habt, widerlicher Flegel. Zauberer. Das war der... Du hast den gebrechlichen Alten ausgeschaltet. Gut gemacht. Hey, Klex. Was soll das heißen? Es soll heißen, hey, Klex. So wie Roper Klex. Zauberer, Puppenspieler, Schriftsteller und Unterhalter. Leicht gruseliger Alter. Was macht Klex denn hier? Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wurde er von den Asadi festgenommen, wegen einer Vorstellung über Magie. Frag nicht. Sieht aus, als arbeite er mit den Asadi zusammen, statt gegen sie. Aber egal. Ich muss Ferdus kontaktieren. Und ich hocke mich gleich hier drüben hin und behalte alles im Auge. Oh Leute, es ist einfach spannend. Okay, wir haben den Klex ausgeschaltet und er hat mit uns einen Kontakt zu Ferdus auf. Und wir haben... er hat versucht uns mit dem da hinten ist jemand Trick zu töten und hat auch das erste Mal geschafft, aber nur das erste Mal. So, Schalter. Jamir, was wünscht ihr mir? Wir haben doch nicht schon wieder die falschen Kugeln geschickt, oder? Wir bitten um Vergebung, mir. Wir schauen uns das auf der Stelle an, mir. Okay, falsche. Das klang nicht richtig. War's auch nicht. Oh, okay. Nächstes Mal solltest du es richtig machen. Danke. Sehr hilfreiche Rückmeldung, Vogel. Aber gerne doch. Ja, ich kann es ja nur probieren. Ich weiß ja nicht, wo. Reinigung, Darren hier. Was haben wir für ein Problem da unten? Wieder eine Ratte im Getriebe. Was? Hallo? Mehr? Da?
erschatten soll. Ist das Sprechrohr wieder verstopft? Hallo? Könnt ihr mich hören? Hallo? Hallo? Wieder falsch? Ja. Hättest meinen Rat befolgen sollen. Ja. Ja, der Rat war, nimm das Richtige. Super. Wachposten in der Eingangshalle. Hier spricht Baila. Braucht ihr jemanden da unten da? Da? Hallo? Anscheinend nicht. Wieder falsch? Ja. Hättest meinen Rat befolgen sollen. Ja. Dann kann's ja nur, wie immer, der letzte Hebel sein. Hallo? Hallo? Enu? Anna? Ferdows? Ist da jemand? Soll diese schattengeschmiedete Ding... Wir sind hier, Kian. Der Göttin sei Dank. Also, was jetzt? Hallo? Ihr müsst gar nicht so laut sprechen, Kian. Wir hören euch ausgezeichnet. Ich gebe an Ferdows weiter. Einen Moment. Apostel, ich meine mir. Kian. Schön, gut. Erinnert ihr noch unser erstes Gespräch? Ihr seid jetzt im Kern, im Herzen des Apparats. Und die Kammer, in der ihr seid, das ist eine Batterie. Sie enthält alle Träume, die der Turm gesammelt hat. Millionen. Die große, leuchtende blaue Säule habt ihr ja vermutlich gesehen. Das ist die Manifestation der Traumenergie. Ihr steht jetzt sozusagen bei der Hauptsteuerung des Apparats. Ich brauche keine Einzelheiten, Ferdows. Sagt mir einfach, was ich tun soll. Tut mir leid. Also, es gibt eine Möglichkeit, den Apparat von hier aus zu steuern. Aber dafür müsst ihr mir zunächst direkten Zugriff geben. Im Moment ist der Apparat im automatischen Modus, weil er während der letzten Berechnung autonom laufen soll. Ihr müsstet ihn wieder auf Handbetrieb umstellen. Links von dem Sprechrohr sollte sich eine Tafel befinden. Findet den Drehknopf mit dem Handsymbol drauf. Der deutet auf Handsteuerung hin. Okay. Hier. Moment. Befolge Ferdows Anweisung. Mit dem Handsymbol, das ist der hier. Muss ich jetzt da wieder zurück? Und wir sind im Handbetrieb. Gut, hervorragende Arbeit. Wir müssen rasch handeln, denn gleich werden überall Warnlampen angehen. Jetzt, da wir den automatischen Modus deaktiviert haben, müsst ihr mich direkt mit der Steuerung des Apparats verbinden. Seht ihr die Tafel an der, ich glaube an der hinteren Wand? Hinter euch? Das sind die Röhren, die dahin führen, wo ich bin. Zu den Drehknöpfen an meiner Konsole. Ihr müsst den Umleiter dieser Tafel zur selben Zeit umschalten wie den Signalverstärker an der Hauptkonsole. Was? Wie umschalten? Zur selben Zeit? Die Tafel ist auf der anderen Seite der Kammer. Für diese Operation braucht es üblicherweise zwei Leute. Ferdows, ich bin alleine hier. Das wisst ihr doch. Ja, schon klar. Trotzdem ist es der einzige Weg, es hinzubekommen. Also... Ich lasse mir etwas einfallen. Wartet. Oh, lieber Krähe. Vogel, wir haben ein Problem. Na klar. Und da du mich, Krähe, in diese Unterhaltung mit einbeziehst, was kann oder soll ich für dich tun? Ferdows braucht Zugang zum Apparat, damit er ihn umprogrammieren kann. Fährt aus? Umprogrammieren? Klingt wie ziemliches Kauderwelsch. Hör einfach zu. Ferdows, wird Krähe in der Lage sein, den Umleiter einzuschalten? Krähe? Welche Krähe? Oh, dieser reizende Vogel, der mit Zoe befreundet ist. Hey, Kian, seid ihr bei Krähe? Wie kann denn das... Krähe ist ein großes, ausreichend intelligentes, magisches Federvieh, das einfachen Anweisungen Folge leisten kann. Kann er den Hebel umlegen? Ausreichend intelligent? Ich sehe keinen Grund, weshalb nicht. Es ist nur ein Hebel. Ausreichend? Gut. Also, Krähe, die Tafel auf der anderen Seite des Raums, da ist ein Hebel. Ferdows, wie sieht der Hebel aus? Ausreichend? Wirklich? Er ist groß und grün gestrichen, sollte also leicht zu finden sein. Selbst für einen, Vogel. Selbst für einen, warte bloß, bis ich dich vor den Schnabel kriege, Bursche. Na gut, dreh mich in die richtige Richtung und ich lege deinen Hebel um. Selbst ein ausreichend intelligenter Vogel sollte dazu in der Lage sein. Du bist auf jeden Fall... Gut. Du musst also... Du bist auf jeden Fall der intelligenteste Vogel, der intelligenteste sprechende Vogel. Da ist auf jeden Fall... hat uns das Spiel hingedreht. Da. Siehst du die Tafel?
Schau nach einem grünen Hebel. Warte auf mein Zeichen und leg ihn um. Kapiert. Warte, was für ein Zeichen? Ein Zeichen, keine Ahnung. Ich werde winken. Was ist, wenn du aus einem anderen Grund winken musst? Könnte Verwirrung stiften. Na schön, mit den Armen wedeln. Ich halte Ausschau nach wedelnden Armen. Warte, hast du mich tatsächlich Krähe genannt? Nicht Vogel, sondern Krähe? Daran kann ich mich nicht erinnern. Das hast du. Oh, du liebst mich. Ich tue alles für dich, Kian. Was du willst. Ich kann nicht fassen, dass du mich Krähe genannt hast. Nun mach schon, Vogel. Krähe. Da, schon wieder. Betrachte es als erledigt, Kian. Partner, bester Freund. Krähe ist unterwegs zu der anderen Tafel. Was soll ich an meinem Ende tun? Schauen wir mal. Wo ihr steht, sollte es 3 Tafeln geben. Und weiter rechts nochmal 3 Tafeln. Seht ihr den großen Hebel an der ersten Tafel? An dem müsst ihr ziehen. Es gibt nur einen, den könnt ihr nicht verpassen. Denke ich. Zieht an dem Hebel und haltet ihn fest, während der sprechende Vogel den Schalter an der anderen Tafel umlegt. Und nicht loslassen, bis ich es sage. Verstanden. Okay, du meinst wohl diesen hier, oder? Ich hoffe, dass du diesen hier meinst. Bei der Göttin. Kian, was tust du? Utana? Mutter? Beim Licht. Weshalb bist du hier, Kian? Wie bist du? Ich bin erleichtert, dich zu sehen. Wo ist Hami? Ist er hier? Er tritt Vermins Leuten entgegen, gemeinsam mit dem Widerstand. Mutter, wir haben die Lager gesehen. Wir wissen, was auf GN los ist und wir... Ich weiß. Wir müssen reden, dringend. Aber nicht hier. Wir müssen jetzt gehen, ehe... Wartet. Was macht ihr hier? Ich habe ein Auge auf diesen Apparat gehabt. Versucht herauszufinden, was er kann. Kian, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Und wir haben nicht viel... Okay, sag mir noch mal, welches Zeichen du mir geben wolltest, Kian. War es ein Arm über dem Kopf oder beide... Oh, hallo? Warte, was... Kennt ihr beiden euch etwa? Krähe, was... Kennt denn hier jeder jeden? Wie viele Leute gibt es denn auf der Welt? 5 oder was? Naja, eigentlich sollte ich das inzwischen gewohnt sein. Ich kenne euch Leutchen ja schon lang genug. Da sollte mich nichts mehr überraschen. Also, Mutter, wie läuft's in der Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt? Lass mich einfach wissen, wenn's mal wieder eine Nachricht zu übermitteln gibt. Ich bin der Vogel fürs... Die Behörde für wissenschaftlichen Fort... Ihr arbeitet für die Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt? Kian. Arbeitet? Mutter Utana leitet die Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt. Das weiß ich, weil ich Botenvogel bei der Mutter war, sowohl in Sadia als auch hier in Makuria. Sie ist die Chefin, die Nummer 1. Es gibt niemanden über ihr. Sie ist die Behörde für wissenschaftlichen Fortschritt. Ich wollte es dir sagen, Kian, nur nicht so, nicht jetzt. Ach, da kann man wohl nichts machen. Ich wusste Bescheid über die Lager, über die magischen, über das... was Schwester Alessandra getan hat. Wie lange schon? Wie lange habt ihr es gewusst? Wartet. Steckt ihr etwa hinter all dem? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer... dass es mir wirklich sehr leid tut. Leg dich einfach hin. Es tut mir so leid. Halt still, bitte. Bitte stirb nicht. Du hast mir keine Wahl gelassen. Was? Was hast du getan? Hast du ihn gerade erstochen? Warum? Das ist... Was ist hier geschehen? Wer ist das? Eine Unannehmlichkeit. Ich habe mich darum gekümmert. Ich hoffe um deinetwillen, dass du recht hast. Was ist mit dir los? Ach, dieser Schuft, er hat mich geschlagen. Und jetzt bist du wieder auf den Beinen, also fang an. Was will denn der Vogel hier? Du? Bist du denn nicht... Nein, 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 nicht! Ah.
Wir können uns keine weiteren Störungen leisten. Die Träume sind ruhelos. Der Apparat ist bereit. Es ist Zeit.